glaube, ansonsten ist hier sowieso nichts weiter. Ja, da waren wir ja schon. Ich gucke nochmal da vorne, ob da irgendwas Neues ist. Eine neue Sache, die wir ansprechen können, etc. Hier sind wir die Geschosshülsen. Nein, hier ist nichts mehr. Okay. Ja, komm, dann reden wir mal mit der Chloe und dann gucken wir mal, dass wir weiterkommen. So. Look at her. Chloe can even chill out playing with a gun. Okay. Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo. Max is afraid. I know you can handle this. And I'm here to guide you. Make me proud, sister. Oh-oh, wer kommt da? Hey, it's Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Frank. Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now, and I- That's Rachel's bracelet! Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't! You stole that shit! Give it to me right now, asshole! You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please, step back. You're kidding. Put that down. Oh-oh. Schießen? Nein, wir sollten natürlich nicht schießen! Hallo, wir wollen doch niemanden erschießen! Come on, girlie. Shoot me. Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. Ich kann nicht schießen. You have until Friday to pay me, or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. Ich kann nicht schießen. You really stood your ground. I freaked. I don't like guns. It'll be hard to keep Nathan off my ass. My step shit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. I've never held a gun on a human being before. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. And there are more guns out there. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Oh man. Frank took Chloe's gun because of me. Gut, aber was wäre die andere Geschichte gewesen? Wir hätten ihn erschossen oder wie? Well, why did Frank have Rachel's bracelet? We need to talk about this later, but I better follow Chloe now. Also, gut, wir hätten schießen wählen können. Ich weiß ja nicht, wohin sie geschossen hätte. Vielleicht hätte sie ja auch einfach daneben geschossen oder sowas und er hätte einen Rückzieher gemacht. Ich weiß es nicht, aber ich muss ja erstmal davon ausgehen, dass sie auf ihn geschossen hätte und ihn zumindest verwundet hätte, wenn er denn nicht gleich gestorben wäre. Aber ich kann nicht schießen. Ich kann nicht auf einen Menschen schießen. Das geht nicht. Ich meine, selbst wenn das offensichtlich ein Kacktyp ist und er ein Messer hat und uns bedroht und wie auch immer. Aber das kann ich nicht machen. So, achso. Just another day of Max's fucked up life. Time to go get Chloe. Oh, Chloe's waiting to go for a walk. We both need a time out from here. Und ich erinnere mich daran, wie gesagt, dass Chloe auf den Schienen lag. Warum auch immer. Gut, dann Schrottplatz verlassen. Okay.
can't believe you basically gave him my gun. Here you go, Frank. You can't keep getting mad at me. Especially for stupid shit. I'm not mad. It adds up in my mind as people letting me down. And I just liked having that gun, man. Now you have me to protect you. I'm just glad you were here. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Ja klar, mitten auf erschienen. Gibt nichts Besseres. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Ich bin total geschockt. I'm still freaked out about what happened. That was awful, Chloe. I'm sorry. But Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, are you for reals? Frank just took your gun and threatened us. He's armed and clearly dangerous. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers. Obviously don't get my pot from you, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Rumgehangen? Hung out? You don't mean you... Ah, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? I think we have to be careful and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens, and it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different. She had... has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Perfect. Na nö, schon wieder Déjà-vu? Beziehungsweise eine Vision? Das ist ein sehr, sehr großer Tornado. Das denn geschafft? What's that noise? The train. Oh shit. Alles klar. Wir müssen da mal schnell was erledigen. Okay, wahrscheinlich hier irgendwas. Weichenschalter. Das wird nicht viel bringen. Teilerkasten öffnen. Awesome. It's not locked. Alles klar, so und dann. Come on, Max. I better find the tool to cut those wires. Werkzeuge, um das Ding zu kappen. Please, get me out of here. Eine Brechstange. Nehmen wir einfach mal. I can definitely use this bad boy. Max! Ich bin ja auf dem Weg. Kann ich damit jetzt hier irgendwas kappen? Definitiv nicht. Brechstange. Okay, das scheint wohl nicht richtig zu sein. Max, get me out of here! Ja, jetzt lasst alles gut, alles easy. Ach, damit wahrscheinlich.
Okay, what can I slice with this? Gut, ja, da sind wir noch mal ein bisschen. Ja, ich meine, man muss erst halt mal rausfinden, ne? Deswegen, das dauert halt immer ein bisschen. So, Schublade. Da ist nichts drin. Mhm, okay, Werkzeug. Now I can pull a total MacGyver. MacGyver. Ja, ich, alles gut. Denk dran, ich bin Herrscher der Zeit. Okay, what can I slice with this? In and out, no problem. So, dann gucken wir mal, dass wir den Verteilerkasten hier ein bisschen loskriegen. Zange. Roten Draht ist immer am besten. Oh, war sogar richtig. Das war knapp. You okay? You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Damn. That was close. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Jetzt sind wir wieder die beste Freundin. Ah. Ja, stimmt, wir haben ja eine Schule, ne? Thanks for the ride, Chloe. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. Nothing exciting ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. That might explain your tornado vision. Meinst du? Explain what? Snow equals a ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours and whoever. Do you know about chaos theory? What do you know about chaos theory, Miss I Hate Math? 5 years ago, asswipe. Some people change. And your situation is the perfect storm for quantum physics. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar! Like he said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week, and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Ach, die sind schon süß zusammen. Bye-bye. Enter the Vortex Club. I have a little time before Mr. Jefferson's class, so I can do some wandering. Ja, da können wir einfach spazieren gehen. Ich wette, jetzt kommt auch irgendwo das Foto mit den Reagenzien. Was haben wir denn hier alles? Wir können wieder einen Haufen Sachen ansehen. Sehr schön. I'd be super excited about going to a major shindig. Donnerstag Nacht Weltuntergangsparty Blackwell Schwimmer Vortex Club. Oh ja, wenn ihr wüsstet, wie richtig das doch alles wäre. Da ist. So, die Karte, die kann man sich nochmal wieder anschauen. Hier ist noch was. Carrying a gun to class is cool though. Verhaltensregeln für den Flur in der Blackwell Akademie. Kein Rennen, kein Schreien, kein Schubsen, kein Graffiti, aber Waffen dürft ihr dabei haben. Wir sind nämlich in Amerika. Gut, dann quatschen wir erstmal mit denen. Also mit ihr können wir nicht reden, aber mit den Justin. Justin always looks down. Okay, mit ihm können wir noch nicht reden. I wouldn't want to be at an end of the world party with Nathan Prescott. Too much truth in advertising.
Ist irgendwie so sinnbildlich, ne? Okay, das haben wir gerade schon. Was ist das? It's the invasion of the Vortex Club. Verpasst es nicht, die Zoerie des Vortex Club. Bald. Okay, so, Direktor Wells. I swear, Principal Wells always looks distressed. Sir? Oh, hallo, Max. I hope this isn't about the alleged gun incident. No. Never mind. Glad to see you weren't about to accuse another student of something or other. Now, if you'll excuse me. Ja. Da sollten wir lieber nicht nachhaken. Das ist, glaube ich, dann kontraproduktiv. Maybe you owed money to Frank, too. Weiß ich nicht. You can really learn a lot about a school by the weird shit posted on the boards. Was haben wir denn hier so? Der beste Sänger Orion sucht den besten... Achso, das haben wir ja schon zu verkaufen. Ach ja, mit dem Katzenfoto, mit diesem alten Kerl, der das geklaut hat und dann noch verkaufen möchte. Trophäen, das hatten wir auch schon gesehen. Der Zachary steht hier. Zachary always looks like he's ready to throw a football. Hello, Zach. Sup, Max? It's weird to not see you without your camera. I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext in Victoria. Vor allem, der redet wirklich wie so ein Footballspieler. So, ja, so, so ein bisschen trollmäßig einfach. Das ist ein richtiger Quarterback einfach. I won't. That's what Victoria wanted. Yeah. I noticed she kind of set up her own drama. Even if it fucks her over. Weird. She doesn't have to, though. That's what I don't get at all. When she's hot, rich, talented, what more does she need? Anyway, see you at the game Friday, Max. Okay. So, die Trophäen, die haben wir ja schon gesehen. Mit dem können wir immer reden. Mhm. Desperate much? We're already here. Die Welt gehört euch. Die Blackwell Academy ist nicht nur ein Hybrid-College. Unser einziger an allen weltgeschätzten Fakultäten interessiert sich für eure Probleme. Sprich noch heute mit einem Berater. Okay. I'm going to find out what happened to you, Rachel. Hello, climate change. Does anybody believe this shit? Sei kein Loser, hier geht die Party. Verpasst es nicht, 29. Oktober, Vortex Club Weltuntergangsparty. Okay. So, mit den beiden können wir nicht quatschen. Das ist Samuel, mit dem können wir auch gerade nicht interagieren. Was haben wir hier? I should go and see what I can learn. Globale Warnung, anormaler Schnee. Der gestrige einzigartige Schneefall ist ein weiteres Signal des Ökosystems, dass der Klimawandel kein Mythos ist. Diskutiere mit anderen Blackwell-Schülern und Mitgliedern des Lehrkörpers in einer Campusveranstaltung, was du tun kannst, um eine zweite Eiszeit zu verhindern. Im Endeffekt befinden wir uns ja noch in einem Bereich, befinden wir uns ja aktuell noch in einer Eiszeit, die so langsam zu Ende geht. Deswegen wird es hier überhaupt erst wärmer. Oh, da ist noch ein Banner. Diese elite assholes throw a lot of big parties. Another chance for Nathan Prescott to dose somebody. Vor allem stop bullying now. Das, vor allem das ist noch groß geschrieben. If I was normal, I'd be super excited about going to a major shindig. Das kennen wir ja alles. Join us or die. Or die. Diese Überdramatisierung. So you can almost shoot somebody on Monday and party on Friday? Prescott Power. Ach ja, sie hat von Nathan gesprochen, okay. Hier können wir auch nicht reden. Courtney können wir noch mitsprechen. Courtney will do anything for Victoria in the Vortex Club. Hey Courtney. Ciao Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. Eigentlich schon. I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Gut, ich rufe nochmal kurz zurück. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. Kleiderordnung. I'm sure the Vortex Club has a dress code.
As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed high fashion. Tell you what, I'll put you down on the guest list, and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Wie die einfach alle manipuliert kann damit. Das ist so, lass mal hier wieder ein Gunfree Zone. I left my AK at home. Dass ich mir eine Kalaschnikow zu Hause gelassen habe. Now why would Frank Bowers have your bracelet? I should feel lucky to be here. Blackwell können unsere Vergangenheit oder Zukunft immer Blackwell. Was hatten wir schon? Vor allem Frank Bowers. Hat jemand von euch zufällig die Neuverfilmung von S geguckt? Da gab es doch, meine ich, auch diesen einen Typen, der Bowers hieß, der so das Riesenarschloch gewesen ist, oder? Wir können mit Trevor nochmal quatschen und ihn nur ansehen. Trevor surveys his domain. Ist gerade ganz busy und macht gerade Geschäfte. David, natürlich David. If my tornado vision came true, it would be the end of the world. Klar, ja, es wird gesehen. Ja, aber ich meine, dieser eine Junge mit der Vukuhila, der hieß doch auch Bowers, oder? Gut, wir können noch hier mit ihmchen sprechen. If only I knew what David Madsen was really up to. Excuse me, Mr. Madsen? Do you mind if we talk about what happened yesterday with Chloe? Mit Chloe? Vor allem, warum? Er hat doch gar nicht mitbekommen, dass wir da waren, oder? You hit Chloe. I'm sure she told you why. Did she mention she probably stole one of my guns? You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. Ich meine wohl, mir kommt der Name auch schon die ganze Zeit bekannt vor. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Typ Bowers hieß bei S. Und Kate schlecht. Was ist mit Kate? What about Kate? You stepped between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Ist irgendwie schon, also er zeigt sich ja gerade schon so ein bisschen einsichtig, ne? So von wegen, ich möchte mich nicht streiten und so weiter. Warten wir mal ab. Ja, der Warren, okay. Hallo, meine Hübsche. Ach Gott. Ich bin im Cypher-Labor. Jetzt, ich bin nicht Schrödingers Katze. Bis gleich. Gut, dann wird da nämlich das Foto gemacht mit den Mannequins. Wir haben Frank freigeschaltet. Alles klar. Ich werde Frank nie vergessen. Schon allein, weil er der erste und letzte Mensch ist, auf den ich je mit einer Waffe zielte. Wie ist Chloe auf dem Radar eines Dealers aufgetaucht? Als er Chloe bedrohte, war ich schockiert, wie wenig zwielichtig er wirkte. Ich hatte mir mit einem knallharten Gangster gerechnet. Er scheint eher in einer Mülltonne zu hausen, was er ja auch irgendwie tut. Wir waren quasi in seinem Wohnzimmer, um meine Kräfte zu Chloes Belustigung auszutesten. Er sah zwar nicht wie ein Serienmörder aus, aber seine Schwingung, Aura, Energie, was auch immer, war übel. Ich hatte totale Gänsehaut. Er wollte sein Geld von Chloe zurück, also hätte er ihr wohl nichts getan. Aber ich wollte es nicht riskieren. Ja, ich habe ihn tatsächlich mit Davids Waffe bedroht. Lachhaft. Zum Glück ist niemand geendet wie in Reservoir Dogs. Und Frank ist doch weniger furchteinflößend als gedacht. Ich will Chloe allerdings nie wieder in seiner Nähe sehen. Er trug aus welchem Grund auch immer eins von Rachels Armbändern. Also wird Chloe wohl nicht mehr mit ihm feiern wollen. Er ist jetzt der Hauptverdächtige. Ist nicht ganz unrecht. Hey, wir haben jetzt nicht Seiten zu lesen. Geil.
Das hatten wir. So. Und ich dachte, abgedrehter geht nicht. Chloe nahm mich mit in ihr Versteck, den Schrottplatz, perfekt für Halloween. Hier verrosten und verrotten die Auto- und Gerätegeister Arcadia Base. Eine Orgie der vorstädtischen Dystopie. Aber anstatt coole Fotos zu schießen, verlangte Chloe, dass ich affige, aber irgendwie auch lustige Pistolentricks mache. Bis der Typ, dem Chloe Geld schuldet, auftauchte, ein zwielichtiger Kerl namens Frank. Chloe sollte ihm sein Geld geben, oder sonst. Er war nicht der erwartete Kreditei, aber hatte eine miese Aura. Ich sehe immer noch nicht, wie meine beste Freundin an so einen Loser wie Frank geraten konnte. Es wurde wirklich verrückt, als Frank sich Chloes Waffe, oder eher Davids, nahm, und jetzt müssen wir uns um noch einen Psycho sorgen, der hinter Chloe her ist. Oder mir. Chloe drehte total durch, als sie sah, dass Frank eins von Rachels Armbändern trug. Also haben wir noch einen Verdächtigen. So wollte ich meine Zeit in Arcadia Bay nicht verbringen. Nach dieser Epoche des Dramas gingen Chloe und ich bei den Gleisen im Wald spazieren. Wir brauchten beide eine Auszeit und da taten die Geräusche der Natur echt gut. Ich war immer noch vom Treffen mit Frank schockiert und obwohl Chloe tough tut, konnte ich sehen, dass es sie auch mitgenommen hatte. Sie erzählte mir alles über Frank, was die versuchte Erpressung Nathans erklärt. Mich schockiert, wie das Mädchen, mit dem ich früher SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, geil, sah, an so üble Gestalten geriet. Trotzdem fühlte ich mich mit ihr sicherer und war froh über den ruhigen Moment. Es war wohl nicht die beste Idee, sich auf die Gleise zu legen und über das Leben zu sinnieren. Chloes Bein steckte fest, gerade als ein Zug auftauchte. Selbstverständlich war ich woanders, fotografieren. Und dann hatte ich eine weitere Tornado-Vision. Ich konnte ihn sehen, fast fühlen, wie er den Himmel zerriss. Mein Kopf stand kurz vorm Explodieren, wie in Scanners aus den 80ern. Die Vision war so schnell weg, wie sie kam. Vielleicht verdränge ich die Bedeutung dieses apokalyptischen Bilds. Dann hörte ich Chloe um Hilfe schreien. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Ihr Fuß steckte im Gleis fest und natürlich näherte sich ein Zug, wie in so einem Film. Ich war ganz stolz, dass mir eine drastische, um nicht zu sagen zerstörerische Methode einfiel, Chloe zu retten. Mal wieder. Aber für den Fall, dass dieses Tagebuch in die falschen Hände gerät, bleibt es unser Geheimnis. Nach unserem morgendlichen Abenteuer setzte Chloe mich am Campus ab. Sie war so lieb und meinte, das sei die beste Woche ihres Lebens, trotz allem. Das machte mich mega glücklich. Chloe glaubt wirklich, die Welt gehört uns, Gegenwartsform. Aber was, wenn ich meine Kraft nicht hätte nutzen können, um sie vom Gleis zu holen? Chloe muss ihre Erwartungen runterschrauben, genau wie ich. Und ich glaube, das tut's auch ganz gut, wenn man die Erwartungen... Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man die Erwartungen etwas runterschraubt, weil wir bekommen ja durchaus Kopfschmerzen und Nasenbluten. Und die Frage ist, wie lange können wir unsere Kräfte aufrechterhalten? Luke is always using the phone as a shield to avoid people. I saw Victoria and her friends. Kann ich nicht verstehen. That reminds me, I have to score some. Juliet is laying the smackdown on Zachary. Alles klar. Vor allem, der Typ sieht voll hässlich aus. So, hier ist die Science Class, da muss ich gleich hin. Gucken wir erst mal die Poster hier an. This poster must stop bullies dead in their tracks. Natürlich. Was haben wir noch in unserem Fach? Having everybody see inside my locker. Gut. Nichts, was wir nicht schon gesehen hätten. I love how Evan is so above the Vortex Club and everything else. Der ist auch irgendwie cool. Yo, Maxwell Smart. Talk later, cool? Maxwell Smart. So you can't help me? I'm trying. You don't understand mine. Nobody does. Nobody. Okay. Kann ich das vielleicht zurückspulen? Vielleicht nicht hingehen. Ich lasse die beiden erstmal quatschen. Miss Grant. Miss Grant is so cool and smart. She defines the word teacher. I wish I could bring a mini Warren with me to my science exams. Es ist manchmal ein bisschen schwer, wenn diese Subtitles kommen und dann dieser weiße Hintergrund ist.
Auf in die Zukunft. Die Blackwell Academy glaubt, dass die nächste Generation der Visionäre sowohl die Künste als auch die Wissenschaften studieren sollte, um ihr Talent und ihre Bildung auszubauen. Unser Lehrkörper und unser Curriculum zählen zu den vielfältigsten weltweit. Curriculum heißt das, glaube ich. Gott, deine Zukunft beginnt hier. Nicht traurig und ich bin selber jemand gewesen, der studiert hat. Darf ich eigentlich so laut sagen? Hi, Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. Thanks again for taking a stand against camera surveillance here. Every signature counts. Fotos? I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. Sie kennt Jefferson. Ja, natürlich kennt sie Jefferson. Das sind beides Lehrer. You must like photography. I do, but I'm certainly no artist. I'm all about the science. You can't debate numbers. I have to say, it's not quite autumn enough yet. Vor allem ihren komischen... Weil sie hat da so einen Muffin auf dem Tisch stehen einfach. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course, some of the tribes here might see it different. How's your campaign going? You signed the petition, now it's your campaign too. Thanks for stepping up. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we sure will. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max, we'll talk again. Real soon. Ich glaube halt einfach, diese Petition, bei dem, was bisher passiert ist, weiß nicht, ob das das Beste gewesen ist, sie zu unterschreiben. Aber naja, gut. Schauen wir mal. So, hey, das Periodensystem. Achso, da muss ich dann, glaube ich, hier irgendwie hoch, oder? A periodic table. Wish I knew what periodic means. Bin da leider auch nicht so der Experte drin. So, ich möchte als allererstes erstmal ein bisschen, da muss ich wahrscheinlich davon das Foto machen. Oh, ein Aquarium, voll cool.